Frage mich, worauf ich mich da einlasse. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Punch Club 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Wie versprochen, habe ich schon mal alles vorbereitet. Wir können direkt in den Kampf rein. Das machen wir jetzt auch. Diesmal hatten wir, glaube ich, genau einen mit einer grünen Schule. Das heißt, der geht auf Ausdauer. Angriffe der Verteidigung vorziehen, Ausweichmanöver. Lange Kämpfe gegen eine gute Verteidigung. Zertrümmerer, glaube ich, müssen wir nehmen, ne? Angriffsmodifikator ist zur Stärke, du bist das in der Flügel und die Blocks stellt etwas Energie wieder her. Aber er blockt ja nicht. Angriffsverbraucher brauchen Gesundheit, fügen aber zusätzlichen Schaden zu. Ausweichchance des Gegners. Schwierig. Also entweder Dickkopf oder Blutrausch. Wir versuchen es mal mit Blutrausch. Okay, Fleischflummi ist eigentlich in Ordnung, oder? Voller Einsatz. Was haben wir hier sonst noch gehabt? Fair Trade. Ach komm, wir machen Fair Trade rein. Und dann hauen wir hier nochmal einen Heal-Angriff raus. Gegner mit geringer Schaden leiden mehr Schaden. Verringert die Wirksamkeit gegnerischer Blocks. Der Gegner gibt mehr Energie für Blöcke aus. Okay, ich würde sagen, so probieren wir das einfach mal. Okay. Oh, was? Alter, das war aber eine knappe Geschichte. Okay, hart. Aber gut, wir haben es geschafft. Hey, Mr. Barry, ich habe es wieder geschafft. Ja, ja, mein Junge, gratuliere. Und ich habe schon 7000 GPP. Das bedeutet... Mr. Barry, stimmt etwas nicht? Was? Nein. Ich schaue mir nur die Stadt an und weißt du, ich kann sie nicht wiedererkennen. Was meinst du damit? Nun, als ich so alt war wie du, war das hier eine ruhige kleine Stadt, wie überall sonst auch. Alles, was wir hatten, waren ein paar Straßen, eine Turnhalle und ab und zu Laden. Das war's, wenn ich mich recht erinnere. Aber jetzt? Es ist, als hätte sich jemand gewünscht, dass sie einfach so entsteht. Eine riesige Metropole. Ein Ort, an dem du alles finden kannst, außer vielleicht deine Seele. Weißt du, was dieser Stadt noch fehlt? Die gute alte Pizza. Bevor Bobo und seine Schleimessen die Stadt übernommen haben, gab es eine tolle Pizzeria. Der Kerl, der sie betrieb, war ein richtig harter Kerl. Ich weiß noch, dass er davon träumte, nach Kreta zu gehen. Er muss jetzt schon eine Weile dort sein. Was war das?
Jedenfalls habe ich seine Ananaspizza geliebt. Einfach köstlich. Igitt. Aber am meisten erinnere ich mich an ein Stück einer ganz besonderen Pizza, die komisch oder so hieß. Kosmisch hieß. Ich sage dir, mein Junge, das war wirklich umwerfend. Wie heißt der Pizzabote? War es Spacey oder Casey oder Jay-Z? Casey. Kennst du ihn? Sag nichts mehr. Sag nichts mehr. Bring Caseys Weltraumpizza. Was? Ich glaube, ich weiß, wie ich dich aufmuntern kann, Mr. Barry. Was zur Hölle? Ich bin Onkel Barry und ich bin steinreich. Okay, jetzt sind wir sogar wieder zu Casey, oder was? Aus dem ersten Teil. Oh Gott, ey. Hier, bring Caseys Weltraumpizza zu Onkel Barry. Aber wir sollen ja auch noch Bobo finden, wo der sich immer rumtreibt. Der ist nachts, glaube ich, nicht da, ne? Okay. Wir müssen auch noch zum Polizeirevier. Komm, wir gehen erstmal zum Polizeirevier. Und dann quatschen wir nochmal mit dem Holocop. Hör auf, wegzulaufen, Junge. Was? Wenn du und Mick etwas Illegales vorhabt, werde ich das sofort herausfinden. Hey, er hat doch gesagt, wir sollen am nächsten Tag wiederkommen. Oh. Okay, hier also nicht. Gut, hier war irgendwo mal die Pizzeria, das weiß ich noch. Jetzt ist aber nicht mehr da. Baumlabor, Stadtghetto, verlassenes Haus. Was machen wir jetzt? Komm, wir gehen erstmal eine Runde trainieren. Und warten bis nach 22 Uhr und dann gucken wir mal, ob wir Bobo irgendwo finden. Da reicht die Zeit nicht für Mist. In 10 Stunden geht es auch hier wieder los mit dem Kampf, mit dem Training, ne? So, um Zeit zu sparen, ziehen wir uns das kleine Essen rein. Und jetzt gehen wir nochmal zu Bobos Farm. Hm. Frage mich, worauf ich mich da einlasse. Henrys Haus? Wer sind wir? Aufgepumpte Metrosexuelle? Was wollen wir? Uns gegenseitig bekämpfen. Oh nein, sie werden Henry umbringen. Was? Mach dich darauf gefasst, dass ich dir den Arsch in den Arsch trete. Nein, nein, nein. Wartet, bitte. Hey, ich bin dran. Nein, ich bin dran. Hey, Nachbar. Der hier ist voll klasse. Willst du dich uns anschließen? Dieses Ding ist besser als Shakespace oder was? Ich habe ein paar bedrohliche Geräusche gehört. Henry, bist du in Ordnung? Wer ist Shakespeare? Shakespeare. Oh Gott. Du wirst bedrohliche Geräusche hören, wenn du uns davon abhältst, dieses Meisterwerk zu sehen. Henry, bist du in Ordnung? Klar, mir geht's gut, Mann. Wer ist Shakespeare? Willst du mich verarschen? Das ist ein wichtiger Teil unserer Kultur. Henry, können wir weiterschauen? Ich habe morgen eine Menge krimineller Arbeit zu erledigen. Genau, genau. Lass uns weitermachen. Also gut. Ich hab
Habt einen schönen Abend, Leute. Und? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Bobo sieht sich mit Henry japanische Zeichentrickfilme an. Was? Warum sagst du dann, dass es keinen Grund zur Sorge gibt? Du denkst, es ist nichts Schlimmes, wenn zwei Erwachsene Anime schauen? Versuch mal, das den Leuten zu erklären, mit denen Bobo arbeitet. Okay, wir werden Folgendes tun. Wenn du irgendwo, irgendwann unter der Folter gefragt wirst, wo Bobo nachts hingeht, wirst du dir eine Lüge ausdenken. Irgendwas weniger Schreckliches. Er benutzt streunende Katzen für Spielübungen. Er flirtet mit Schleim. Er verschickt Sprachnachrichten. Egal was. Kein Problem. Schwöre. Okay, okay, ich schwöre. Bist du jetzt glücklich? Niemand wird etwas herausfinden. Heiliger Himmel. Unsere arme Familie. Also, was ist mit dem Gerät, das ich brauche? Ja klar, ein Deal ist ein Deal. Nimm das hier. Damit kannst du den Betrüger in dem Moment ausräuchern, in dem er bescheißt. Zu betrügen. Beschließt zu betrügen. Dumm die dumm die dumm die dumm die dumm die dumm. Entschuldigung. Nein, nein, das war meine Schuld. Verdammt, ich hätte sie wenigstens nach ihrem Namen fragen sollen. Ich muss herausfinden, wo man sie hingebracht hat. Mysteriöse Frau, ich habe das Gerät, um herauszufinden, wer betrügt. Endlich! Jetzt können wir diese fiesen kleinen Bastarde ausräuchern. Da ist noch etwas. Was? Ich habe auf dem Weg hierher ein Mädchen getroffen. Oh, mein Junge, sag nichts mehr. Sag nichts mehr. Ich verstehe schon. Was ist? Nein, ich weiß nicht mal ihren Namen. Du wirst Onkel Barry immer ähnlicher, Junge. Ja klar, aber das Problem ist, dass sie verhaftet wurde. Was, die Bullen? Nun, das ist kein Problem. Ein kleiner Telefonanruf und ich werde... Keine Bullen, ein paar Typen mit Helmen. Was? Dann solltest du sie vergessen. Auf keinen Fall, ich werde sie retten. Mein Junge, weißt du, wer diese Typen waren? Nö, irgendwelche Motorradfahrer? Irgendwelche? Das ist das FBI, Junge. Und wenn sie das Mädchen auf frischer Tat ertappt haben, dann ist das besser, wenn du dich da raushältst. Aber ich. Und auch besser für alle, die dir etwas bedeuten. Deine Mutter, deine Freunde, dein Hund. Ich habe keinen Hund. Ein Glück für das arme, unschuldige Hündchen. Okay, ich hab's verstanden. Guter Junge. Und jetzt trainiere weiter, Champ. Ich überlege mir, was wir mit dem ganzen Kram machen, den du mitgebracht hast. Bitte komm, Ober. Was ist das? Nichts. Komisch, komisch. Dein Signal wird schwächer. Bitte wiederholen. Was ist das für eine Stimme und woher kommt sie? Wenn du mir nochmal erzählen willst, da sei nichts. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Allein, an einem privaten Ort. Ich schwöre, dann werde ich... Okay, danke, tschüss. Bitte komm, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Nicht so laut. Wer ist auf diesem Kanal? Wo ist Juliette? Du meinst das Mädchen mit der Kiste voller Technikkram? Was hast du mit ihr gemacht? Nichts. Wir sind uns begegnet, kurz bevor sie verhaftet wurde. Verflucht. Und wer bist du? Hey, du hast mich angerufen. Angerufen? Was glaubst du, was das hier ist? Die 90er Jahre?
Irgendwie hast du dich in einen hochgradig verschlüsselten Kanal eingelinkt, den niemand sonst kennt. Ich muss also auf deinen GPP-Chip zugreifen, um herauszufinden, was passiert ist. Na gut, dann greif mal zu. Das ist nicht lustig. Das Passwort bitte. QWERTY, okay. 1 bis 9. Passwort, ehrlich gesagt, habe ich keins. Was? Wie ist das möglich? Niemand hat mir gesagt, dass ich ein Passwort festlegen muss. Erstaunlich, in welchem Jahrhundert Jahrhundert lebst du? Hör mal, du stellst so viele schwierige Fragen. Ich werde deine GPP-Nummer durch unsere Datenbank laufen lassen. Okay, aber warum hat das FBI das Mädchen verhaftet? Und wer bist du? Over and out. Wie unhöflich. Mysteriöse Stimme. Okay, das nimmt ja jetzt Formen hier an. Gucken wir mal kurz mal in die Quest-Logs rein. Ja, mysteriöse Stimme. Interessant. Okay, bringt es was, wenn wir jetzt nochmal zu Henry gehen? Wenn wir uns da jetzt vielleicht einen neuen Film angucken? Nee, schade. Okay, Kampfanmeldung. Wer ist unser nächster Gegner? Blau. Gegen Mr. Cyborg. Aber warum nicht? Das ist dann unser nächster Kampf, okay. Ist 0 Uhr, dann können wir nochmal zu Lil Bobo. Und den nächsten Kampf hacken. Und dann würde ich sagen, da wir gerade die Zeit haben. Komm, wir gehen nochmal kurz zur Polizeistation. Hallo Wachtmeister. Dein neuester Rekrut ist bereit zum Dienstantritt. Du kommst genau richtig, Junge. Lass mich dir zuerst das Büro zeigen. Werde Polizist. Okay. Das ist dein Arbeitsbereich. Jetzt brauchen wir nur noch eine Uniform für dich. Hier, diese Polizeimütze ist gut. Das war's? Das ist keine Denkermütze, Junge. Es ist eine Befehlsempfängermütze. Na also. Das ist meine erste Aufgabe. Ein Einbrecher jagen, jemanden das Leben retten, eine Verdächtigen... Was? Einen Verdächtigen verhören? Einen Verdächtigen verhören. Okay, ja, läuft. Ich weiß nicht, ob du verdächtig bist, aber du musst deinem Dienstrechner hier eine ganze Menge Anfragen schicken. Organisiere die Dateien. Aktualisiere alles, lösche den Müll. Du weißt ja, wie es geht. Aber ich kann doch noch viel nützlicher sein als das. Hör zu, Junge. Es ist nichts Persönliches, okay? In diesem Beruf bist du erstmal Helfer, bevor du den Leuten ein Freund sein kannst. Okay. Können wir hier noch irgendwo was machen? Nö. Hey, hör auf. Gut gemacht, aber der Papierkram ist nur ein Teil der Arbeit. Ja, ich wusste doch, dass es noch mehr als das hier gibt. Der zweite Teil ist das Patrouillieren. Du meinst im Kreis herumlaufen? Jo. Und wenn ich sehe, dass jemand gegen das Gesetz verstößt, soll ich es melden und nichts tun? Genau das. Oh Mann. Und jetzt leg los. Die Streife macht sich nicht allein. Was zur Hölle? Wir müssen eigentlich erstmal trainieren. Also gleich mit unseren Schülern. Shit. Stopp. Schau mal, wer von seiner ersten Patrouille zurück ist. Wie war's? Sinnlos, langweilig. Es ist buchstäblich nichts passiert.
mein Freund und manchmal auch was. Haha, ja, der perfekte Job. Aber ich habe dich mit unserem Überwachungs- und Kontrollsystem verfolgt, nur für den Fall. Damit kann man alles wahrscheinlich sehen, hören und fühlen, was du tust. Ist das nicht ein Riesenverstoß gegen die Privatsphäre? Dieses Wort hat seine Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, Browser-Cookies zu akzeptieren. Außerdem können ihn nur Polizeibeamte benutzen. Und wem kannst du sonst noch mehr vertrauen? Wie auch immer, ich zeige dir das Büro. Es gibt einen Automaten, falls du Hunger bekommst. Außerdem kannst du dich mit deinem Kollegen treffen, vielleicht ein paar neue Freunde finden. Oder du kannst deinen Ruf verbessern und deine Karriere vorantreiben. Und zu guter Letzt gibt es im Obergeschoss einen Fitnessraum. Er ist rund um die Uhr geöffnet, also geh nicht hin, wenn du im Dienst bist. Wann genau ist das? Ach ja, deine Arbeit ist in Schichten eingeteilt. Ein Tag Dienst, zwei Tage frei. Versuche so viel wie möglich zu tun, während du im Dienst bist. Auf diese Weise verdienst du mehr Geld. Also bereite dich darauf vor, am besten isst und schläfst du vorher schon. Und wann beginnt mein Dienst? Du fängst in ein paar Tagen an. Ich werde dich anrufen. Du wirst von 8 bis 20 Uhr im Dienst sein. Danke, Wachtmeister. Keine Ursache. Ist ja meine Pflicht. Siehst du deinen ersten Tag bei der Polizei ab? Okay. Donut mit Marmelade. Interessant. Okay, hier können wir jetzt aber gerade nichts machen. Können nur wieder rausgehen, so wie es aussieht. Gut. Dann sind wir auch hier jetzt leider schon am Ende. Wir müssen uns noch vorbereiten für das Training mit den Schülern. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Ich bereite das schon mal vor. Aber was zum... Und eine Flasche Holo-Cola, bitte. Von der normalen bekomme ich Sodbrennen. Hi. Wie geht es dir? Und, was machst du hier? Oh, hallo. Ich gehe einkaufen. Was sollte ich sonst im Laden machen? Erinnerst du dich an mich? Natürlich erinnere ich mich an dich. Du hast mir mit meinen persönlichen Sachen geholfen, nachdem wir uns zufällig begegnet sind. Vielen Dank dafür. Persönliche Gegenstände? Ist das der Code für alles das Hackerzeug, das sie hatte? Aber was ist mit dir passiert? Was wollte das FBI von dir? Haben sie dich einfach gehen lassen? Danach bin ich einfach nach Hause gegangen. Was? Aber ich habe gesehen, wie sie dich verhaftet haben. Und deine Freunde von deiner supergeheimen Organisation. Die machen sich Sorgen um dich. Hör zu, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe keine Freunde und ich bin noch nie verhaftet worden. Ich werde jetzt nach Hause gehen. So wie ich das letzte Mal nach Hause gegangen bin. Juliette! Wenn sie dir etwas angetan haben, verspreche ich, dass ich... Ich bin weg, du Spinner. Wir haben die zur Holo-Tante gemacht? Guck nicht so. Als sollte ich verstehen, was hier los ist. Okay, jetzt geht's aber los hier. Sehr komisch. Gut. Wie gesagt, ich bereite alles vor und dann schauen wir uns den Rest im nächsten Part an. Dann sage ich ganz einfach erstmal wieder an dieser Stelle recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Punch Club 2 und oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut rein.